Ein Genrefilm der besonderen Art ist auf bösem Boden von Peter Koller. Koller erzählt eine trashige Bonnie und Clyde-Geschichte. Laut eigener Aussage will Koller mit Auf bösem Boden weg vom österreichischen Heimatfilm, weg vom Kabarettfilm und weg vom Kunstfilm und überhaupt weg von allem, was sich geografisch auf Österreich reduzieren ließe. Ich verdammt die Scheiße, Sache! Ich denke mal so, bloß weil ich in Österreich geboren bin, muss ich ja keine österreichischen Filme im klassischen Sinn dessen, was bei uns produziert wird, machen. Sondern ich mache halt das, was mir, wo ich ein Gefühl dafür habe, wo ich glaube, dass ich es machen kann. Ja. Dass ich halt das zufällig da mache, ist halt dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ich da geboren bin. Aber aufgewachsen bin ich halt, eben wie Sie gerade gesagt haben, mit dem Texas Kettensägen Massaker, mit den Wes Craven-Filmen von damals, John Carpenter und solche Dinge. Ich habe halt gar keine österreichische Vorbelastung von Filmen. Das ist alles aus dem, ja, großteils Hollywood, ein bisschen Asien, ein bisschen Frankreich, von überall her. Und, aber jetzt auch nicht an irgendein Genre gebunden. Also ich mache einfach nur das, wo ich glaube, das gefällt mir. Bitte steigen Sie aus dem Wagen aus. Peter Koller möchte also gerne der böse Bube nicht nur des österreichischen Films sein. Wenn man sich auf den eigenartigen Humor von Auf bösem Boden einlässt, kann man sich dabei durchaus unterhalten. Sehen Sie, er hat ja alles dabei. Das Ganze. Produzent ist er durch eigene Filme wie Die Ausgesperrten, Staatsoperette oder Exit bekannte Franz Nowotny. Was meine künstlerische Arbeit betrifft, hat mit den Sachen nichts zu tun. Es ist mir eine heilige Verpflichtung, die Ressourcen, die es in Österreich gibt. Ich bin immer wieder überrascht, welche hervorragenden Begabungen plötzlich aus dem Nichts hervorkommen, dass ich denen die Chance ermögliche, mit Demut, damit die nicht im Café herumsitzen müssen oder alten Frauen die Tasche ziehen, sondern sie gleich in das Geschäft gehen. Komm. Kannst du... zehn Minuten deinen Maul halten. Mit den bösen Menschen.